Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und gestern Abend habe ich meinen ersten Livestream auf dem Ramses, dem Dicken-Kanal gemacht. 2 Tage davor hatte ich schon auf dem NHR-Battle-Kanal jeweils einen Livestream gemacht, wo ich mein Mikrofon immer falsch rumstehen hatte und der Sound noch nicht optimal war. Gestern war ich aber zufrieden mit dem Sound, habe jetzt auch eine bessere Webcam, wie gesagt, und werde demnächst natürlich öfters dann auch mal einen Stream machen, wenn ich ein schönes Thema habe, wo wir auch ein bisschen talken können, wo wir mal bei der Konkurrenz vorbeischauen, wo ihr auch mal Videowünsche äußern könnt, die wir uns mal angucken wollen, oder andere Pokémon Go YouTuber, die ihr mir zeigen wollt. Wenn also der nächste Livestream ist, schaltet ruhig mal ein. Wir können das sicherlich ein paar lustige, gute, interessante Themen finden, meine Damen und Herren. Nein, das ist kein Stefan Raab. Das, obwohl mit dem blauen Hemd, ne? Wir kommen jetzt aber auf jeden Fall zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche nämlich beim Kenny. Geht schon mal gut los. Gesundes Neues at all. Das war nämlich kurz nach dem Jahreswechsel, Neujahr und so weiter. Und da hat er sich gleich ein Evoli Shiny gegönnt, vor allem erster Fang des Tages. Ihr fangt euer erstes Pokémon im neuen Jahr direkt Shiny, das ist richtig genial. Warum bekomme ich sowas nicht auf dem Hauptaccount? Dann hat er auf seinem kleinen Account auch noch ein 100%iges Botogel oder Botoggel, ich weiß immer noch nicht, ich sage immer Gel, aber ihr sagt Gel, Botoggel, da ist doch kein doppelter Buchstabe drin, Botoggel. Dann wird es ja mit 2G geschrieben. Ne, wird es nicht. Egal. Auf jeden Fall auch selten. Gibt es ja nur im Weihnachtsevent. Und davon sich ein 100er zu gönnen als getauschtes, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann beim Fischi auch. Ich helfe dir mal beim Tragen der Shiny Sneeble at Bockwurstking, der ja die ganze Zeit Sneeble abgestaubt hat. War ja wirklich, die Leute haben schon gesagt, es ist Sneeble Community Day. So viele Sneeble Shinies wieder rausgingen am Weihnachtsevent. Dann der Bockwurstking selber mit einem 100%igen Togepi gebrütet aus dem Ei. Das ist auch genial. Habe ich damals auch eins bekommen, auch zu Togekiss gemacht, hochgezogen. Juli hier mit einem 100%igen Pikachu mit der Weihnachtsbeanie, also mit der Winterbeanie. Dann Sally Maus, Ausbeute von gestern plus Ausbeute von heute. Das ist genial. Ihr seht hier 31.12. Und das dann direkt vom 1. Januar. Also es war immer noch Sneeble am Start die ganze Zeit. Gefa hat ein bisschen getradet und ein bisschen geradet auch. Das seht ihr nämlich gleich. Der hat ja ein 96er für Nontor, ein 96er Blutzug erlöst, ein 96er Schnäppke noch bekommen und ein 98er Mamfaxo gebrütet. Eigentlich ist 96er gar nicht so interessant. Da der aber so viele 96er jetzt hintereinander hatte, habe ich die trotzdem alle mal mit reingenommen. Der Hoffi hier mit einem Shiny Schneebedeck, Stefan Landei IV vor Shiny, aus der Quest ein 100%iges Lavita, auch richtig genial, 15, 15, 15, auch auf Level 15, das wird natürlich teuer mit dem Hochziehen, ein Lucky Lavita 100 wäre dann richtig genial gewesen. Mein fünftes Shiny Pichu mit Winter Beanie, also der Gandalf, hat es richtig übertrieben. Das ist zwar auf 2 Accounts, aber trotzdem, manche haben 10 Accounts und nicht 1 bekommen. Und er hat auf 2 Accounts einfach 5. Auf dem einen 2, auf dem anderen 3. Oder auf dem einen 4, auf dem anderen 1. Oder auf dem einen 5, auf dem anderen 0. Kann man auch sagen. Ich habe auf 2 Accounts 5 Stück. Auf dem einen 5, auf dem anderen 0. Trotzdem auf 2 Stück 5. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Und noch ein Shiny Magpie hinterhergebrütet. Tobi zeigt uns hier den Expertenmodus, sobald man die Kamera anmacht. Das habe ich letztens auch gesehen. Ich weiß aber nicht, ist das jetzt wieder ein Bug, dass das angezeigt wird oder hat das wirklich irgendeine Funktion? Habt ihr das auch schon mal gesehen, dass da Experte steht? Schreibt's mal in die Kommentare. Die Terrorziege hat ein bisschen aufgeräumt, hat er noch ein Giratina gefunden, ein 100%iges 1931, obwohl das natürlich das Unnütze ist von den beiden, denn die fliegende Made ist der heilige Gral der Giratinas. Boah, Ramses, nimm doch mal die Sprache zusammen, steck dir mal einen Korken rein und üb ein bisschen hier. AR Plus ist echt ein cooles Feature. Wenn AR Plus funktionieren würde, bei den meisten geht das ja trotzdem nicht. Vorbelastet zeigt uns aber hier, was man da für schöne Fotos machen kann.
Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Auch das Petsniff, richtig süßes Pokémon. Ich habe ja gesagt, das werde ich sofort als Buddy machen, wenn ich eins kriege. Habe ich immer noch nicht gemacht. Also glaubt mir kein Wort mehr, wenn ich was sage. Bierbenny hier mit einem Shiny Krypto-Kindwurm. Richtig genial. Da fehlen mir trotzdem, glaube ich, noch zwei. Nee, ein Kindwurm fehlt mir noch, dass ich die Familie da wieder voll habe. Kotbrot so knapp mit einem 98%ig erlösten Lavita. Fischi mit einem 100%igen Schneebedeck am 2.1. Das ist schön, das seht ihr immer, wie lang die Sendung geht, wenn wir zum aktuellen Datum kommen. Dann der Bockwurst-King wieder, der alte Fluch ist zurück, wieder mal 98% Serpifoy. Der Brein aus einem 5-Kilometer-Ei, ein Fermicula, ist ja ein kontinentales. Habt ihr auch schon eine Ameise bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Hat eigentlich auch relativ gute Werte. Nachtmare hier mit einem Shiny Pichu, also so viele Leute haben da Shiny Pichu bekommen, da muss ich wirklich sagen, Glückwunsch bei auch relativ wenig gebrüteten Eiern. Bockwurst King mit einem Shiny Alola Vulpix, was ist ja auch, wie ich gerade erfahren habe, vom Thomas, der hat nämlich gerade noch telefoniert mit mir, dass es ja auch Aufgabe jetzt gibt mit 7 Eierbrüten oder so, wo ihr auch Alola Vulpix aus der Aufgabe bekommt und Shiny bekommen könnt. Angaben ohne Gewähr. So, dann der Bierbenny hier mit einem Shiny Damier Blacks aus einem Ei auch gebrütet. Dürfte auch ein 96er sein. Sieht auch richtig genial aus einfach. Und das kriegt ihr jetzt nach dem Weihnachtsevent natürlich auch noch als Shiny, aber eben ohne Glöckchen. Zwar nicht aus Raids und nicht aus Eiern, aber wild. Na, habt ihr schon mal ein wildes Damier Blacks gesehen seit dem Weihnachtsevent? Ich nicht. Dann der Dennis Bass, auch hier mit einem Shiny Schneebedeck am 31.12. noch. Dennis Bass mit einem Shiny Pichu. Ich sag's ja, die sind eigentlich richtig selten, aber irgendwie haben dieses Mal so viele Leute da einen Pichu bekommen. Dann der Gro mit einem Krypto Schneebedeck, das er zu einem 100er machen kann, wenn er es erlöst. Dennis Bass mit einem 100er Riolu und da bin ich neidisch drauf. Ich habe jetzt bestimmt wirklich schon 6 garantierte Lucky Trades gemacht mit Riolu und mit Lucario, mit anderen Leuten, weil ich einfach eins haben wollte, was Lucky wird und mindestens 15 Angriff hat. Mein Bestes immer noch ein 91er mit 14 Angriff oder sogar nur 13 Angriff, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall so mies, ich wollte doch auch einfach mal eins hochziehen. Pupsi hat auch einen 100er, das wusste die gar nicht, habe ich für sie hochgezogen, damit die da die Rüpel besser bekämpfen kann. Yeah, oder Year, man könnte auch sagen, das heißt Year, neues Shiny. Und erstes für 2020, das Dragoran. Dragonite, ich bin immer verwirrt, wenn ich den Namen lese, dass das Dragoran mir immer Screens schickt. Auf jeden Fall Makuhita zum Jahresanfang. Das übrigens noch an dem speziellen Raid-Tag bekommen, zwischen den Feiertagen. Auch ein Shiny Regieis mit 93%, 15 Angriff, das sieht doch gut aus. 12 Verteidigung. Bei mir, ich hätte wieder 12 Angriff gehabt und den Rest nichts. Dann habe ich bei dem Eischlupfmarathon auch ein Shiny Shinox gebrütet, ein 98%iges, aber auf dem blauen Account brauche ich eigentlich nicht. Ich habe alle drei von der Familie auf meinem. Ich könnte das also von dem kleinen Account abgeben und traden gegen irgendwas anderes. Wenn mir jemand irgendwas gibt, da kann ich das abgeben an jemand anderes. Muss mal schauen. Dann habe ich auch einen Lunastein bekommen, aber auf dem großen Account ein 100%iges. Natürlich aus dem 5-Kilometer-Ei, weil da die Kontinentalen sind. Bockwurst King hier mit einem Shiny Flunkiefer. Nägelmon mit einem Shiny Partyhut. Wohin genau? Aus dem Raid. Konntet ihr ja raiden. Pogefreak Red. Das zweite wild gefangene Hytera mit 1900. Da kann man auch richtig gut Bonbons gleich mitnehmen. Hier seht ihr das nochmal. Am 3.1. 9:47 Uhr. Hytera wurde gefangen. Nicht entwickelt oder nicht gebrütet. Die kann man ja eh nicht brüten, wenn dann nur das Baby. Pogefreak Red auch nochmal. Es sieht so dumm aus. Das kleine Partyhut Waumpel, worauf die Leute einfach ewig gewartet haben. Der Fischi wieder mal ganz lustig unterwegs. Vor allem, da kauft man sich ein Tablet für einen zweiten Account und dann geht er nicht mal Pokémon Go. Ja, warum denn? Ist ja auch fake. Aber was viel lustiger ist als der Scherz vom Fischi ist, dass das Tablet von Fischerpreis ist. Das ist also seine eigene Marke. Also seine Eigenmarke. Der Fischi von Fischerpreis. Das kann ja nichts werden. Dann der Juli auch mit einem Shiny Schneebedeck. Dann hat mein Kumpel ein Souvenir gefunden, eine Kaktusfrucht. 4 Souvenire
Habe ich jetzt, glaube ich. Wie viele habt ihr? Schreibt's mal rein. Ich werde den Kumpel eh heute wechseln, weil ich heute, glaube ich, bester Kumpel erreichen würde. Und die Souvenirs braucht ihr ja eh nicht. Dann habe ich einen Shiny Partyhut Waumpel bekommen, mit dem ich zwischendurch immer mal als Buddy gelaufen bin, wenn das Lavados schon voll war, um ein bisschen anzugeben und das rumzuzeigen. Auch gebrütet natürlich aus dem Zweierei. Die konnten ja nur aus den Zweiereiern herrühren. Und ich bin froh, dass man das nicht entwickeln kann, sonst hätte ich übelst den Stress gehabt, aber so Waumpel bekommen, alles super, alles bestens. Natürlich kann es jetzt sein, dass nach dem Event, wenn die Partyhüte weg sind, ihr trotzdem Waumpel dann wild als Shiny bekommen könnt und aus Eiern und aus Raids und sonst woher und dann aber 10.000 Stück braucht, um die ganze Familie zu haben. Dann der Hoffi nochmal eben wild gefangen, auch ein 100%iges Partyhut Pikachu in Hessen. Der Robby hier, ein 100% erlöstes Kindwurm. Sehr schön. Da wieder warten auf den C-Day, also auf den Super C-Day. Oder halt einfach entwickeln, wenn man nicht so lange warten kann. Auf dem kleinen Account beim Nägelmon noch ein Shiny Pikachu mit Hut, wie ihr seht. Da seht ihr auch drei Sneebel hintereinander. Das Foto sieht zwar nicht schön aus mit dem schmierigen Bildschirm, aber egal, wir haben das trotzdem mal mit reingenommen. Auch Bierbenny hier auf dem kleinen Account, ein Shiny Zubat, erster Fang des Tages, auch richtig genial. Der Bockwurst ging wieder mit seinen 98ern, also der hat's, die 8 muss immer dabei sein. Pushnar mit einem 100% Serpifoy, ob das gebrütet ist, weiß ich gerade nicht, ich denke mal schon. Neues Jahr fängt gut an, 100% Hornly, juhu, das müsste doch, das klingt ja wie Only You. Das müsste doch eigentlich der Schocker der Woche sein. 100% Hornbio. Gandalf Julius hier wieder. Shiny Elekid. Der Brain mit einem 100% Chanera. Auch gebrütet. Glaube ich nicht, dass das jetzt wild war. Tobi hier. Yeah, keine Würstchenparty mehr. Ein Weibchen. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, es gibt nur Weibchen. Von wohin genau? Weil egal, wo ich war, welchen Raid ich gemacht habe, immer alle hatten Lippenstift. Mittlerweile wusste ich, okay, ich hatte nur Pech, denn ohne Lippenstift gab es sie dann auch. Hab jetzt auch ein zweites Shiny. Eins mit Lippenstift, eins ohne Lippenstift, aber beide mit Partyhut. Dann der Ash Ketchup zeigt uns hier ein wildes Granbull. Auch mal was richtig Seltenes, nimmt man gerne mit natürlich. Das Dragoran wieder, ja geil, radikal. Vor allem wie auch geschrieben, radikal. Ein Shiny Radikal, also aus dem Raid bekommen. Schöne Bilder auch, die er uns da gezeigt hat. Und auf dem Hauptaccount noch ein 100%iges Partyhut Radikal aus dem Raid. Kenny, da kann man aber mal nicht meckern. Shiny Lapras aus dem Feldforschungsdurchbruch, gib's zu. Brauche ich nicht mehr, ich habe ja den Lapras Raid Day gemacht, da hatte ich Glück gehabt, da habe ich 2 Stück mitgenommen. Hatte davor auch schon eins, wild oder gebrütet, ich weiß es nicht, egal. Sieht auf jeden Fall immer noch cool aus, guckt euch das an, sieht cool aus, so genau. Dann hier der Gro mit einem 100%igen Felilu, wahrscheinlich auch gebrütet, denn das Level würde, sieht aus wie Level 20, denke ich mal. Dann der Gro auch mit einem Glückstrade, hat ja einen 96er Kaumalat bekommen. Auch natürlich gute Sache. Hochziehen natürlich, auch wenn es nur 14 Angriff hat. Trotzdem ist es ja günstig zum Hochziehen. Bobserob, Grüße gehen raus. Der hat ja vorhin noch mit mir den Heatran Raid gemacht. Hier mit einem Shiny Quaxo. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht entwickelt. Ich müsste. Quapsel müsste ich noch alle entwickeln. Genauso wie das andere Ding. Ich habe noch so viele Shinies, die ich entwickeln muss. Justin hier mit einer. Signal, Pokémon Zahnbürste, wer das braucht, ne, da kriegt ihr dann auch Elektroschocks, wenn ihr die falsch verwendet. Dann der Gefer, der gönnt sich erstmal richtig dick Pizza und Döner. Aufgrund des Erklärungsvideos von vor ein paar Tagen habe ich mir jetzt auch mal so ein Teil zugelegt, mal schauen, was das kann. Habe ich ein Video gemacht, wie ihr auch mit dem Go Plus Auto Catch fangen könnt, drehen könnt. Was pfeifen die denn immer zu? Luft im Kopf oder was? Wir ohne mit dem Go Plus auch ohne Umbau Auto catchen können, indem ihr euch so einen Überzieher kauft oder eben mit einem 3D-Drucker selber herstellt, wie es der Extreme immer macht. Der ist nämlich MacGyver, der bastelt sich alles bei sich in der Werkstatt. Dann Bockwurst ging auch hier wieder mit einem Shiny Alola Slimer. Warum pfeifen die immer zu, Mann? Was ist da los? Silvesterraketen, genau. Heute ist der 31.12., könnte man denken. Terrorzicke hier mit einem Shiny Krypto Damierplex.
Dann hatte ich richtig Pech oder Glück, wie auch immer, habe dann hier am 6. meine Spezialforschung zu Ende gebracht, habe ein Krypto-Lavados rausbekommen, habe mich gefreut, okay, Lavados auch in der Sammlung, und dann sehe ich, wenn ich es erlöse, ist es einfach ein 100%iges, und ich wusste echt nicht, soll ich es erlösen, soll ich es nicht erlösen. Ich habe einen 96er hochgezogen, was ich als Flug-Lavados gemacht habe, mit dem ich jetzt dann auch Best Buddy werde, und das ist eigentlich voll die Verschwendung, das jetzt zu erlösen, einen 100er hochzuziehen und mit dem auch nochmal Best Buddy zu machen. Ich kann ja eh nur eins von beiden dann nehmen für den Kampf und irgendwas mitmachen. Da könnte ich ja lieber als Feuer eins Gelabra nehmen oder so und das hochziehen und als Best Buddy machen. Denn dann fehlt mir ja das Krypto-Lavados in der Sammlung. Ist also komisch, man weiß nicht, was man damit machen soll. Stefan Landei dann auch, falscher Account, aber trotzdem, 100er ist 100er, sagt er immer. 100%iges, wohin genau, mit Partyhut. Ein Shiny Absol noch beim Nägelmon hier. Der Puschner auch mit einem 100%igen, wohin genau, weiblich. Hier haben wir ein männliches gehabt. Bobserob, 100% Schneebedeck. Puschner mit Best Buddy Shiny Pikachu mit Blütenkranz. Wenn ihr mal unten in die Zeile guckt, getauscht am 21.07.2019 von Ivar Scharf. Richtig genial. Das also, das ehrt mich natürlich, dass er das Shiny Pikachu mit Blütenkranz genommen hat, ist damit gelaufen, hat das jetzt zum Best Buddy gemacht, hat jetzt auch den WP-Bonus. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Die WP sind auch dann orange, der Bogen ist orange, die Medaille ist da dran, also dieses Abzeichen, und dass das das ist, was ich ihm damals getradet habe. Sehr coole Sache. Am 6.7. gefangen, am 21.7. getradet. 6.7., das müsste also bei dem GoFest in Dortmund gewesen sein. Sally Maus hier mit dem Shiny auf dem kleinen Account, Shiny Yorkliff, die muss ich auch noch entwickeln, die drei Yorkliffs zu den jeweiligen Viechern, Terry Bark und so, Bisbark, Terry Bark, dann der Gabriel, Saphir, 1000 Abonnenten, herzliche Gratulation, ich konnte es mir mit dem kleinen gelben Account nicht nehmen lassen, denn ich hatte 999 und dann hatte ich plötzlich 1000, deswegen habe ich dann im Livestream auch gesagt, dadurch, dass die Leute sich alle Fake-Accounts machen, um mir Abonnenten zu geben. Irgendwie hat auch jemand gesagt, mach dir doch einfach 5 Accounts und gib dir noch 5. Und hab ich gesagt, nee, ich bin eine ehrliche Vorhaut, mache ich nicht. Denn muss ich ja nicht, wenn es die anderen schon für mich machen. Dann der Gefer hier mit einem 98%ig erlösten Huduster. Der Gefer mit einem 98%ig nicht erlösten Snubbull, aber auch kein Krypto. Der Brian hier noch mit einem Shiny Pikachu, worüber wir es auch gestern hatten im Livestream, weil er mir das auch traden wollte. Fand ich auch richtig genial. Danke dafür nochmal. Hat er auch ein saftiges Kaumalad auf Level 35 bekommen von mir, denn das hat ihm auch noch gefehlt. Kenny hier, ja na endlich 100% Lavita. Dann hier der Bockwurst King nochmal. Das 1000 Abo Pokémon, weil das Smogon genau 1000 WP hat. Kann man mal als Scherz mit reinnehmen. Nächstes Shiny Anton beim Kotbrot, beim Fischi ein 98%iges Togepi, auch gebrütet. Dann seht ihr nochmal die Auswertung vom Stream gestern, Chillen mit Ramses. Da hatten wir Tim Burton als Thema, wenn der Pokémon zeichnen würde, wie die aussehen. Wiedergaben 256, maximal gleichzeitige Zuschauer 27. Für den ersten Stream finde ich das eigentlich richtig genial. Dauer 2,5 Stunden. Wiedergabezeit gesamt 47 Stunden. 5 neue Abonnenten. Das ist cool, das freut mich natürlich. Pogefree Grät hat noch gezeigt, das ist doch mal schön. Aber Ramses, der Korinthenkacker, hat gleich angemerkt, dass das Alpollo überhaupt nicht da reinpasst. Er sagte zwar doch, das passt doch vom Farbton her, aber alles, was ihr seht, ist shiny, bis auf das Alpollo. Wenn das Alpollo shiny gewesen wäre, dann hätte es vom Farbton ja immer noch gepasst, aber auch von der Tatsache, dass es shiny ist, gepasst. Es hätte also doppelt gepasst. Dann beim der Konstin während deines ersten Livestreams gefangen. Das fand ich auch genial. Er schreibt in den Chat beim Livestream rein, oh, jetzt habe ich gerade hier shiny Pikachu gefangen im Wohnzimmer. Oh mein Gott. Hab ich gesagt, das glaube ich dir doch nicht. Ne? Hat er mir geschickt direkt während des Livestreams gefangen. Shiny Pikachu mit Partyhut. Aber nicht nur der. BisaFanTV hat auch einen Shiny Pikachu mit Partyhut gefangen. Auch während des Livestreams. Wir haben 20 Uhr gestartet.
Er hat mir dann auch noch ein Screen geschickt, das muss ich euch dann auch noch zeigen. Dann wieder Bockwurst King, schade, 98er Rabauts, kann also entweder ein Angriff, ist Kickli werden oder ein Capoeira wegen KP. Es kann auf jeden Fall kein Nocturne werden, weil Verteidigung nur 14 ist. Dann das übliche Leid hat wieder zugeschlagen hier, 14, 14, 14 beim Bockwurst King, das kennt man ja. So macht das keinen Spaß, Makuhita gleich hinterher mit 14, 14, 14. Heute früh den ersten Heatran-Raid hat der Kenny anscheinend alleine gemacht. Der hat ja mal auch 100 Accounts, ne? Jetzt wissen wir schon mal, wie das 100er aussieht. Aber leider wieder auf dem kleinen Account. Trotzdem richtig gute Sache. 21, 45, 100er mitgenommen. Würde ich auf jeden Fall hochziehen. Ist meiner Meinung nach auch ein cooles Pokémon. Ist nützlich. Hier seht ihr, der BisaFanTV hat sogar noch Werbung gemacht für den Livestream gestern. Schaltet alle ein, in 5 Minuten geht es los. Das fand ich cool, danke dafür. Und dann der Beweis, dass er eben auch während des Livestreams ein Shiny Pikachu gefangen hat. 20.27 Uhr, guckt euch das an. 7.1.2027, 27 Minuten nachdem der Livestream begonnen hat, Shiny Pikachu mit Partyhut. Dann der Gro noch mit einem 100%igen Raupi, was er auch vom Sofa ausgefangen hat. Hat er gesagt, hier ist Sofa-Catch, wo ich mir noch dachte, oh mein Gott, der hat Würmer im Sofa. Und der Gro, das ist glaube ich jetzt der letzte, drittes 100er Krypto-Golbat. Ich glaube, wenn man das braucht, ich glaube, eins reicht eigentlich, dann kann man den Rest wegschmeißen, das braucht man dann nicht mehr. Das war's jetzt von den Highlights erstmal. Was sonst passiert ist, sammeln wir natürlich ab heute wieder. Und wir haben natürlich jetzt auch noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Dragonite, also vom Dragoran. Wenn wir gerade dabei waren, das dritte 100er Golbat erlöst, haben wir hier den ganz speziellen Fall. Das Dragoran hat nämlich ein Zubat erlöst. Und das war ein 0%iges Krypto-Zubat. Durch die Erlösung hat es natürlich bei jedem Wert 2 dazu bekommen und hat jetzt also 13,3%. 2 Angriff, 2 Verteidigung, 2 KP. Das Lustige ist, er wollte das eigentlich aufheben, wusste nicht mehr, dass das ist mit 0%. Hat einfach ein paar erlöst, hat dann gedacht, hä, wo ist denn jetzt mein Nuller hin? Hat er nochmal bewertet und hat gesehen, dass er wirklich sein 0%iges erlöst hat zu 2,2,2. Kann man aber mal machen, war ein aus Versehen. Fand ich aber cool, die ganzen Leute, die immer die 100er Zubats erlösen und die dritten 100er Golbats haben. Einfach mal das Gegenteil dazu, ein 0%iges, aber das eben auch erlöst. Was jetzt eben dann 13,3% hat. Das ist aber eine gute Sache, finde ich. Ist immer lustig, macht immer Spaß, dazu zu gucken. Schickt mir beide eure Sachen. Wir schauen immer drüber. Das war's von dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Raider Mittwoch. Aber wir sehen uns morgen auch schon wieder. Dann lade ich nämlich endlich den Viridium Abschieds Duo Raid mit dem Bob hoch. Wo das Lavados für mich den Raid-Boss gefangen hat. Das seht ihr aber morgen. Seid gespannt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Absus.